Der Ort Neschwitz befindet sich an der B96 nordwestlich von Bautzen. Im Zentrum der Gemeinde erstreckt sich ein großer Schlosspark. Diese Naturoase hat vieles zu bieten. Neben dem Barockgarten mit heimischen Bäumen und Exoten ist der Park auch alljährlicher Schauplatz von Hochzeiten, Events und Führungen. Hinter dem Schloss befindet sich zudem eine Vogelauffangstation. Hier werden verletzte oder geschwächt aufgefundene Vögel versorgt und gepflegt mit dem Ziel, sie möglichst bald wieder freizulassen. Während des Aufenthalts können die Tiere dann auch von den Besuchern beobachtet werden. Informationen zu den gefiederten Freunden findet man auf dem Schlossparkgelände in der Vogelschutzwarte. Seit gut einem Monat hat Dr. Jochen Bellebaum die Leitung der Schutzwarte übernommen und sich damit sozusagen seiner Leidenschaft verschrieben. Die Arbeit, die ich jetzt mache, das ist sozusagen das, was ich mir schon als Schüler vor Beginn meines Studiums gewünscht habe zu machen. Das kriegt man natürlich dann nicht vom Fleck weg, gleich zum ersten Einstellungstermin. Aber letzten Endes ist es etwas, worauf ich im Laufe meiner Berufstätigkeit mich schon hinentwickelt habe und wo ich auch eigentlich immer hin wollte. Die Hauptaufgabe der Vogelschutzwarte besteht im sogenannten Vogelmonitoring, das heißt in der Überwachung der Veränderung unserer Vogelwelt. Vögel sind schon lange bekannt als ein wichtiger Indikator für den Zustand unserer Lebensräume, unserer Natur und außerdem natürlich für sich genommen auch schützenswert. Und deshalb ist unsere Aufgabe in erster Linie das Vogelmonitoring in Sachsen. Also ganz einfach gesagt besteht Vogelmonitoring darin, dass man über möglichst lange Zeit in denselben Gebieten mit auch denselben Methoden die Vögel zählt, also wie viele Vögel bestimmter Arten sind da, brüten hier, rasten hier, um dann über die Zeit hinweg Aussagen machen zu können, wie sich diese Vogelwelt verändert hat. Die Vogelkundler arbeiten dabei mit Wissenschaftlern anderer Fachgebiete zusammen, beispielsweise mit Klimaforschern. Bei der sogenannten Feldarbeit sammeln die Ornithologen Erkenntnisse aus unterschiedlichen Gebieten der Region. Wir sind in jährlich wechselnden Gebieten in ganz Sachsen aktiv mit dem Vogelmonitoring. Das sind die Vogelschutzgebiete, die extra zu diesem Zweck ausgewiesen sind und andere wichtige Vogelrast- und Brutgebiete. Wir selber sind mit unseren Mitarbeitern vorzugsweise natürlich in der Region, also in der Oberlausitz, tätig, in Teichgebieten, in den Truppenübungsplätzen aktuell und weiteren Wald- und Feldgebieten. In anderen Teilen Sachsens sind es überwiegend unsere Auftragnehmer und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die Arbeit der Ornithologen zeigt, nicht selten, die traurige Realität im Umgang mit der Tierwelt auf. Viele Vögel haben mit dem Verlust ihrer natürlichen Lebensräume zu kämpfen und sind dadurch zunehmend gefährdet. Neben der zunehmenden Trockenheit gibt es noch weitere Faktoren, welche die Qualität der Lebensräume belasten. Ja, es gibt Arten, deren Lebensräume einfach nicht so erhalten werden konnten, wie das nötig wäre, deren Lebensräume eben immer kleiner werden. Da haben wir unterschiedliche Bereiche. Das ist, wie gesagt, einmal die Truppenübungsplätze und die Bergfolgelandschaft, die noch trockene, nährstoffarme Lebensräume bieten, Offenland, das sehr schnell verschwindet, wenn man solche Bereiche für die reguläre Land- und Forstwirtschaft nutzt. Mehrere Vogelarten sind bereits komplett aus der Lausitz verschwunden oder ihr Verschwinden steht in Kürze bevor, wie der Experte zu berichten weiß. Am seltensten sind natürlich die, die gar nicht mehr da sind, die schon ausgestorben sind. In der Oberlausitz beispielsweise ist das Auerhuhn schon vor einiger Zeit verschwunden. Dann gibt es einige sehr seltene Arten auch in den Teichgebieten, die auch schwer zu finden sind. Die kleinen Rallen, die Zwergdommeln, die gibt es, die sind aber eben nicht sonderlich zahlreich. Und dann gibt es weitere Arten, die sind in Sachsen noch gar nicht mal so selten, aber für die haben wir wegen ihrer starken Gefährdung und der Verluste ihrer Lebensräume eine besondere Verantwortung. Da haben wir Arten in den Truppenübungsplätzen und Bergbaufolgelandschaften, die auf Heideflächen angewiesen sind, wie den Brachpieper, der eben bei uns tatsächlich noch in nennenswerten Zahlen vorkommt. Aber wenn wir diese Lebensräume nicht erhalten, dann auch eines Tages in ganz Deutschland ausgestorben sein würde. Allerdings gibt es auch Möglichkeiten, wie jeder ein Stück zur Erhaltung des Lebensraumes der heimischen Vogelwelt beitragen kann. Im konkreten Fall ist dazu nur wenig Aufwand nötig.
Wer einen Garten hat, hat es am leichtesten. Gartenbesitzer, die einheimische Sträucher, einheimische Pflanzenarten im Garten haben, die vielleicht auch mal samentragende Wildkräuter stehen lassen, haben sicherlich gute Möglichkeiten, was für Vögel zu tun. Wer keinen Garten hat, kann natürlich auch was tun. Er könnte sich als Bürger dafür einsetzen, dass die kommunalen Grünflächen ähnlich naturfreundlich gestaltet werden beispielsweise. Es gibt viele andere Möglichkeiten, sich auch mit Naturschutzeinrichtungen gemeinsam einzusetzen dafür und damit auch natürlich für Vögel was zu tun. Wer mehr zur Arbeit der Ornithologen erfahren möchte, kann dazu von April bis Oktober auch den Vogelschutzpavillon im Schlosspark besuchen. Zudem besteht die Möglichkeit, ein freiwilliges ökologisches Jahr in der Vogelschutzwarte Neschwitz zu absolvieren. Dabei kann man nicht nur hinter die Kulissen der Einrichtung schauen, sondern auch tatkräftig beim Vogelschutz mithelfen.